verehrte Damen und Herren, liebe MitbürgerInnen, verehrte Teilnehmer aus anderen Kommunen, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in Nienstein. Haltung zeigen mit Solidarität aus der Corona-Krise. Dieser Aufforderung sind Sie so zahlreich gefolgt. Das beeindruckt mich. Ich bin wirklich begeistert. Ich sage herzlichen Dank auch im Namen meiner Mitorganisatoren. Wir verstehen uns allerdings nicht als Organisatoren, sondern eher als Motivatoren. Mein Name ist Roger Kunigkeit. Ich bin Vorsitzender der Nienstein Stadtverordnetenversammlung und begrüße Sie recht herzlich. Als ich am vergangenen Montag davon hörte, dass in Nienstein ein sogenannter Spaziergang stattfinden soll, war mir sofort klar, da müssen wir etwas tun. Nach Rücksprache mit ein paar vertrauten Menschen habe ich mich entschlossen, in meiner Funktion eine Mail mit dem Sachverhalt und einer Aufforderung zur Gegenpositionierung an alle Fraktionen im Nienstein Stadtparlament zu versenden. Die Ortsvorsteher habe ich im CC mit in die Mail genommen. Alle Fraktionen haben sich umgehend dem Aufruf angeschlossen. Die Aufforderung wurde auch in die Vereine, Verbände und in die Kirchengemeinde weitergetragen und trifft auf breite Unterstützung in der Bevölkerung, wie man hier heute Abend sehen kann. Wir als Nienstein Bürgerinnen und Bürger aus allen gesellschaftlichen Bereichen möchten unsere Überzeugung und Einstellung deutlich machen. Am 22.03.2020, also vor knapp 23 Monaten, trat der erste Corona-Lockdown hier bei uns in Kraft. Kontaktsperren, Ausgangsverbote, Schließungen von Kitas und Schulen, das öffentliche Leben wurde weitestgehend heruntergefahren. Bis dahin in Deutschland unvorstellbar. Das gesellschaftliche Leben sollte sich nach der sommerlichen Beruhigung der Lage wieder normalisieren. Wir wurden eines Besseren belehrt. Im Herbst 2020 fing man an, von Wellen in der Pandemie zu sprechen. Der nächste Lockdown aufgrund von steigenden Infektionszahlen und kritischen Zuständen im Gesundheitssystem wurde bittere Realität. Nun befinden wir uns bereits in der vierten Welle. Ich hoffe auf dem Scheitelpunkt. Die Pandemie verlangt viel von uns ab, manchmal Unerträgliches. Die Zahl der an Covid-19 oder deren Folgen in Deutschland verstorbenen Menschen hat die 120.000 Grenze erreicht. Als uns in 2020 langsam klar wurde, mit was wir es hier zu tun haben, lag die größte Hoffnung auf einem Impfstoff. Und das möglichst schnell. Die Hoffnung erfüllte sich. In Rekordzeit waren mehrere Hersteller in der Lage, Impfstoff zu entwickeln, zu testen und herzustellen. Zugegeben, der Weg war anfangs sehr holprig, aber ich denke, das ist in einer solchen Ausnahmesituation durchaus normal. Ich persönlich bin sehr froh. Meine Mutter wurde sehr früh geimpft. Am 3. März bekam sie bereits die zweite Impfung. Anfang Oktober wurde sie geboostert. An dieser Stelle möchte ich gerne ein Dankeschön aussprechen und ich denke, ich spreche da auch in Ihrem Sinne. Ein herzliches Dankeschön an das Team der Praxis Dr. Sendler für das großartige Impfangebot in den vergangenen Monaten, nicht nur für die Patientinnen und Patienten Ihrer Praxis. Vielen Dank auch an die Familie Bredow und das Team der Kreuzapotheke für die Ausdauer bei den täglichen Bürgertests und das tolle Angebot für die Impfzertifikate. Dankeschön. Auch viele von uns sind bereits geboostert. Andere dagegen sind noch gar nicht geimpft. Es gibt sicherlich gute medizinische Gründe für den einen oder anderen, sich nicht zu impfen. Gerade
Um diese Menschen zu schützen, müssen sich alle anderen impfen lassen. Gleichgültigkeit bei der Impfbereitschaft oder gar Verweigerung entgegen allen wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen, das ist momentan das Reizthema schlechthin. Die Wissenschaft geht mittlerweile davon aus, aufgrund der zunehmenden Varianten, dass wir eine Impfquote von größer 90% in der Bevölkerung brauchen, um uns vor den nächsten Wellen und Mutanten zu schützen. Von einer Herdenimmunität sind wir noch weit entfernt. Gestern Abend Karl Lauterbach bei Anne Will. Die Welt ist etwas schlechter geworden. Das Coronavirus wird nie wieder verschwinden. Helfen kann uns nur eine Immunisierung der Bevölkerung. Über Impfung oder über Infektion. Bei einer Infektion mit dem Virus ist das Risiko einer schweren Erkrankung für Nicht-Geimpfte sehr hoch, für Geimpfte dagegen sehr gering. Wir alle wünschen uns eine Lockerung der Corona-Regeln, eine Rückkehr zum normalen Leben, so wie vor Corona. Dazu braucht es solidarischen Zusammenhalt in der Bevölkerung. Der Spruch des Philosophen Kant ist ziemlich abgenutzt. An dieser Stelle bemühe ich ihn aber noch einmal. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ein wichtiges Thema für uns KommunalpolitikerInnen, aber auch für Sie als aufgeschlossene und kritische BürgerInnen, ist die krasse Entwicklung einer Verrohung in Teilen unserer Gesellschaft. Deshalb haben wir uns heute Abend hier versammelt. Die Ablehnung unserer Verfassung, die Leugnung der Corona-Pandemie, die Verbreitung von Verschwörungstheorien, Hass gegen bestimmte Völkergruppen, rechte und linke Gewalt gegen KommunalpolitikerInnen und BürgermeisterInnen, Holocaust-Leugnung und vieles mehr. Um dagegen ein klares Zeichen zu setzen, haben wir uns heute Abend hier versammelt und dafür danke ich Ihnen. Gestern wurde Frank-Walter Steinmeier mit einer überwältigenden Mehrheit in seinem Amt als Bundespräsident bestätigt. Herzlichen Glückwunsch aus Niedenstein. In seiner bewegenden Antrittsrede beschwor er unter anderem die demokratischen Werte. Demokratie braucht Kontroverse. Aber es gibt eine rote Linie und die verläuft bei Hass und Gewalt. Und diese rote Linie müssen wir halten in diesem Land. So, Frank-Walter Steinmeier. Ich betone es noch einmal, wie auch in der HNA am Samstag geschrieben. Wir hegen keinen Generalverdacht gegen die Spaziergänger, die sich heute Abend hier in Niedenstein treffen wollen. Wir halten die Meinungsfreiheit für eine wesentliche Säule unserer Demokratie. Friedliche und sachliche Meinungsäußerung ist ein Grundrecht. Punkt. Leider hat sich der Begriff Spaziergänger zu einer Marke entwickelt. Wer an einem Montag abends an einem Spaziergang teilnimmt, muss damit rechnen, mit Menschen zu laufen, die demokratischen Grundwerte missachten. Über die geltenden Pandemieregeln und über das Pro und Contra der Corona-Schutzimpfung können wir gerne diskutieren.
über ihre persönliche Kritik, ihre Bedenken und ihre Ängste können wir gerne reden. Aber bitte, distanzieren Sie sich von demokratieverachtenden Strömungen. Lassen Sie sich nicht instrumentalisieren.